herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal gibt es ein Tutorial vom Nico zum Thema Tubeless-Reifen aufziehen. Ja, wir werden heute mal einen Tubeless-Reifen ausziehen mit einem neuen Ventil, was ich im Internet entdeckt habe. Und zwar, ich kann das Ventil komplett runterschrauben, kann es in die Felge reinmachen und kann dann sozusagen dieses hier wieder drauf machen. Zack, und habe den Vorteil, dass mein Ventil nicht mehr verklebt, weil das ist immer so ein Tubeless-Problem. Und E13 hat es eigentlich ganz cool gelöst. Ich kann dieses komplette Teil abschrauben, die Milch nehmen, zack, und hier reinschütten. Und dazu gibt es jetzt ein komplettes Video, wie wir einen Tubeless-Reifen aufziehen. Was auch noch interessant ist, wir haben uns einfach mal ein paar Teile bestellt oder gekauft. Petra wird, was fährst du? Aluminium? Genau, Petra wird eine Aluminiumfelge fahren und meine Wenigkeit, weil ich so dick bin, eine Carbon und keine Kondition habe. Und dann werden wir euch auch mal berichten, was so etwas besser ist oder schlechter ist. Und könnt ihr selber mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Genau, oder was ihr fahrt. Jetzt, wo du es gerade sagst, könnten wir ja theoretisch machen, dass du einen aufziehst auf die Carbon und einen auf die Alufelge. Dann können wir sogar schauen, was leichter geht. Ich habe nämlich gestern schon testweise einen aufgezogen auf die Carbon und das ging schon mal super einfach. Und es gibt übrigens ein, zwei Tricks, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Also lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze anzuschauen. Und im Nachhinein an dieses Video werdet ihr auch noch erfahren, warum hier so viele andere Teile rumliegen. Andere Teile sind hier noch? Ja. Was ist denn das hier? Eieiei. So, jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Tubeless-Aufbau. Und wir haben schon mal das Material hergerichtet, was man dafür braucht. Wir brauchen erstmal ein Hallo. Ein Tubeless-Ventil, was mit der Felge verschraubt wird. Einmal ein klebendes Felgenband, daran erkennt man auch sehr gut, ob es muss praktisch drauf kleben, es darf nicht einfach darauf gezogen werden. Das klebt man da drauf, hier ist es schon vorgemacht. Immer auf Spannung halten und wenn ihr dann beim Ventil angekommen seid, also hier, am besten immer doppelt machen. Also ich gehe einmal rum und gehe dann nochmal um so ein Stück rum und steche es dann mit dem Schraubenzieher durch. Dann ganz einfach, an dieser Stelle haben wir von E13 neues Ventil, probieren wir aus. Ist eigentlich eine mega coole Idee. Ich habe zwei Teile. Ich habe hier einmal so aufgeschraubt. Ich habe hier immer eine Gummidichtung. Die kommt von der einen Seite rein. Da muss man nur darauf achten, wie vom Felgenbett. Da sieht man die Einkerbung so ein bisschen. Da muss ich halt hier so richtig drauf. Und ja, dann stecke ich das hier so durch. Und dann schraube ich praktisch das hier runter. Und dann sieht man, hier ist nochmal eine Dichtung. Und tipp. Dann ist es fest. Jetzt sieht man von hier, das ist im Bett drin, in der Felge. Und ich persönlich, man soll es immer nur handfest machen. Dass, wenn man eine Panne hat und man muss einen Schlauch einziehen, muss ich das hier wieder abschrauben und den Schlauch sozusagen, das Schlauchventil durchstecken. Persönlich nehme ich meinen Gegenstand. Jetzt habe ich gerade hier einen Meterstab. Ihr müsst schauen, dass ihr nicht auf dem Untergrund dieser weiß seid. Hier ist ein Teppich. Ich lege den hier oben drauf und drücke ein bisschen drauf. Seht ihr, wie das Ventil nochmal rauskommt? Ein Stück und dann habe ich noch die Möglichkeit, das um das Stück festzuschrauben. So, hier einfach ein Gegenstück, ein Stück Holz oder einen Meterstab in dem Fall. So, Hand fest. Jetzt ist es bombenfest. Hier ist das Ventil. Ich muss nicht mehr das Ventil aufschrauben, sondern schraube das komplett hier drauf. Und um welche Felge handelt es sich? Um Petras Felge. Warum? Weil? Alu. Alu und Farbe? Ach so, ja. Pink. Juhu. Genau. Und jetzt habe ich schon mal den ersten Teil. Reifen. In dem Fall haben wir einen Maxxis-Reifen. Es gibt immer eine Rotation. Naja, das geht nach hier nach vorne.
wenn man es ganz richtig macht wie alle, dass es sauber aussieht, soll ja auch bei der Petra sauber aussehen, nehme ich praktisch eine Hälfte Schriftzug Maxis, Ventil, dann weiß ich auch immer, wo das Ventil ist. Dann kommt ihr hier rein. So. Was wichtig ist natürlich über das Ventil. Der Hund geht schon schwer drauf. So, da merkt man schon. So. Fahre ich hier einmal so durch. Da ist natürlich die Schrift, aber ist ja nur Petra. Passt. So, danach. Jetzt habe ich den von einer Seite aufgezogen. Jetzt gibt's, zeig noch mal kurz das Ventil, dass es drin liegt. Also hier, das muss auf jeden Fall hier drüber sein quasi, damit das natürlich dann hier nicht noch Luft raustreten kann. Echt? Ist das so? Ja. Genau. Und jetzt habe ich eigentlich alles soweit vorbereitet. Jetzt gibt es die Möglichkeit, folgende Möglichkeit. Ich kann jetzt hier den Reifen sozusagen ins Felgenbett, also aufziehen von der anderen Seite. Und viele gehen dann her. Also es gibt spezielle kleine Flaschen, 100 Milliliter, die man übers Ventil anfüllen kann, weil die so eine Spitze haben. Oder es gibt eben diese ganzen Flaschen. Immer gut schütteln, ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die füllen es hier unten ein. Ich fülle es jetzt mal nicht ein, das ist nur demonstrativ. Also ich fülle es hier ins Bett rein. Ja, ich nehme immer, hier ist immer so eine Tabelle drauf. Dann kann man so, ich nehme so um die gefühlsmäßig immer ein bisschen mehr große Reifen, also um die 90 bis 100 Milliliter, weil mehr viel hilft viel. Genau, ich ziehe jetzt den Reifen einfach mal komplett drauf, schauen wir, ob der leicht drauf geht, aber jetzt ist es recht vernünftig. So, also wir haben jetzt mal aufgepumpt. Wir haben noch keine Milch drin, weil wir testen jetzt nur, ob alles dicht wird. Und es sieht bestens aus. Und wer sich jetzt fragt, warum ich plötzlich auch tubeless fahren will, das erklärt sich rein durch die Ventilfarbe. Weil ich schwöre immer noch nicht da drauf. Aber so ein Ventil lasse ich mir nicht entgehen. So viel steht fest. Und ja, auch mit dem Ventil kann man ganz normal, mit dem Billigadapter, ich habe hier auch nur so eine ganz normale billige Pumpe, die nicht mal Presta hat und... Presta hat? Ja. Also viele schreiben ja in den Videos, dass man ja so eine Druckluftkartusche braucht, die gibt es von Schwalbe. Wir haben es jetzt ohne gemacht, Petra hat einfach mal aufgepumpt und wir haben auch noch keine Milch rein, um einfach mal zu sehen, ob der Reifen auch ohne Milch dicht ist. Funktioniert auch ohne, wie ihr seht, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn die Milch dann drin ist. Ja, also wir haben das andere ja bei Nico schon ausprobiert und über Nacht hat es die Luft verloren, aber es hält wunderbar. Also dafür ist dann die Milch für diese ganz kleinen Löcher oder halt Undichtheiten. Also die dichtet einfach nochmal ab, wenn ihr eine nadelgroßen Dorn euch reinfahrt, dann läuft hier dann die weiße Milch raus und dann seht ihr so ein bisschen so einen Streifen, dann wird das Loch halt abgedichtet. Und was empfehlenswert ist, das habe ich jetzt daheim oder bei mir im Rucksack, es gibt so Würste, wenn man sich ein größeres Loch reinfährt, dann gibt es so ein Set, das schraubt man an den Reifen rein. Das macht man wie beim Autoreifen, wenn ein Loch drin ist. Kann ich das dann so ein bisschen ausmachen, tue das rein und klebt das dann rein, schneid es ab und dann ist der Reifen wieder dicht. Genau. Oder ich habe halt eben einen Schlauch dabei. Ja, das sind die Möglichkeiten. Was man danach machen sollte, das Rad bewegen natürlich, dass die Milch sich schön verteilt oder einfach eine Runde Radfahren gehen. Wie ihr seht, es ist auch jetzt ohne Milch gegangen. Das Schöne ist, wir können das, ohne das Ventil rauszuschrauben, können wir jetzt das komplette Teil. Und ich kann dann hergehen und praktisch hier einfach die Milch durchdrücken und fertig. Und wenn ich dann fertig bin, schraube ich einfach den oberen Kopf wieder rein. Finde ich eine ganz coole Lösung. Früher hat man es dann so gemacht, oder so habe es ich dann auch gemacht. Man hat das Ventil rausgeschraubt und dann über eine kleinere Öffnung. Und jetzt habe ich halt die größere. Das war's. Ja, jetzt kommt noch der andere, hätte ich gesagt, weil wir wollen ja dann auch das Fazit, welcher leichter gegangen ist. Achso, welcher leichter geht. Stimmt. Wo ist der Reif? Ja, der ist auch da. Keine Ahnung. Dann muss ich mal holen, bitte. Was ist die leichte?
Carbon-Stock-Kondition. Ja. Aber kostet eben wirklich nicht nur das Doppelte, sondern fast das Dreifache. Und das ist mir einfach nicht wert. Das ist echt das Dreifache. Ja, das ist das Dreifache. Was hat die gekostet? Ich weiß es gar nicht. Von den Abläufen her ist natürlich gleich wie beim ersten. Also man muss auf jeden Fall sagen, dass es deutlich leichter geht, als es noch vor ein paar Jahren gegangen ist, finde ich. Es kommt darauf an, was für einen Reifen ihr habt. Also wir haben auf dem anderen, auf den E-Bikes haben wir einen Reifen, der ist sehr schwer drauf und runter gegangen, gell? Also das, ja. Also in dem Fall Maxis geht sehr, sehr leicht. So, jetzt habe ich den hier oben. Und ihr seht, ihr kriegt es ohne irgendetwas drüber. Jetzt habe ich das Ventil, das Gegenstück. Schraube ich jetzt mal dran. Nimm den Petras altdeutsche Pumpe mit Adapter. Ja, die ist halt funktionieren. Jetzt müssen wir mal schauen, dass man. Wer pumpt jetzt eigentlich? Ja, ich natürlich. Ich habe ja schon Übung. Echt? Keine Panik. Moment. Ohne Milch und ohne Boost und nur mit Petras normaler Pumpe. Krass. Und wir pumpen halt dann so lange, bis der Reifen so knacks, knacks macht. Dann hat er sich richtig gesetzt. Man sieht es auch hier, hier ist so eine Linie, die kann man dann kontrollieren, ob der dann halt sauber läuft. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich habe vor, wieder am Eisen rauszufahren. Ich muss auf jeden Fall trainieren. Das läuft. Oh. Gehen wir nochmal Radfahren? Ja. Wohin? Mittelrad. Mittelrad. Oder den Berg daneben. Es ist mega einfach gegangen. Und wir haben keine Milch reingeschüttet jetzt, weil die Reifen hoffentlich, oder weil wir noch ein bisschen warten müssen, bis der Rest der Teile da sind. So, und jetzt erfahrt ihr noch, was wir eigentlich im großen Stil vorhaben und warum so viele Teile auf dem Tisch gelegen sind. So, wir werden auch einen Bike-Aufbau machen. Ich habe von E13 meinen komplettes Stuff bestellt. Von auch Ritzel hinten, also Kassette. Wird dann, fand ich vom Design sehr geil. Wird dann so zusammengesteckt. Sieht dann so aus mit Blau. Sieht ganz cool aus. Vorne habe ich schwarz gewählt. Dann gibt es natürlich noch eine, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr schöne Kurbel. Auch Carbon. Das ist eine Carbon-Kurbel. Finde ich vom Design her sehr, sehr schön. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie das Zeug so hält nach 1000 Kilometern. Und ja, Petra fährt einen Laufradsatz von denen und den Rest fährst du SRAM oder Shimano, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, so ein bisschen gespickt. Gespickt, gell. Also wir haben uns so einfach die Sachen zusammengesucht und ich habe mich für eine Mehrstelle entschlossen und der war von der Preis-Leistung ganz okay. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es wird, oder? Genau, und das sind jetzt eben zum Großteil Nikos Teile, wie er ja schon erwähnt hat. Wir werden aber beide ein Bike aufbauen, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Im Hintergrund seht ihr einen Rahmen, aber mit dem hat das nichts zu tun. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für einen Rahmen ihr denkt, dass wir aufbauen werden. Und welche Farbe vielleicht sogar. Übrigens, falls ihr euch denkt, ich bin geschlagen worden, nein, wenn euch mal ein, was mir passiert ist. Ich habe mich am Salto versucht und ich hatte sehr viel Schwung. Ja, ansonsten, wir sind echt Feuer und Flamme auch für diesen Bikeaufbau. Und wir stellen uns das in etwa so vor. Vorderrad natürlich vorne rein. Zack. Hinterrad natürlich. Mal sehen, ob das in echt hinten auch ran so leicht klappen wird. So, einmal so. Ja. Helm auf, gut drauf. So, und dann geht's schon los. Du, 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 du. Ein paar Stunden später. Hallo Carbonfelge, na, bist du schön dicht? Hallo Alufelge. Wir haben leider schon einen Platten. Ja, aber ist keine Dichtmilch drin, ist ja. Also, aber da sieht man halt dann doch irgendwo einen Unterschied. Ist auch okay, finde ich. Also, meinst du, dass das so ist? Ich glaube schon. Also das könnte ich mir wirklich vorstellen. Irgendwo muss man es ja dann merken. Wahrscheinlich sind die halt einfach noch besser abgedichtet. Also vom Gewicht her.
Ja, vom Gewicht her ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich habe hier mehr. Jetzt hoffen wir einfach, das hat euch gefallen und ihr habt Interesse am Bikeaufbau. Wenn dem so ist und ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Da wird jetzt echt einiges kommen. Wir werden euch natürlich noch die Teile im Detail vorstellen und dann geht es wirklich an die Bikes und ans Schrauben. Und ja, schreibt vielleicht auch einfach rein, was euch besonders interessieren würde, weil dann können wir da ja vielleicht noch Detailvideos drüber drehen. Schauen wir mal, wie es wird und ob das Rad dann fährt, gell? Kann ich es noch? Kann ich es noch? Sehr gut, wenn es fahren würde. So, oder? Oh Dio. Ja, wir machen das übrigens mit einem Bikeshop zusammen, den Aufbau. Also der könnte sehr professionell werden. Von dem her lohnt es sich wirklich dran zu bleiben. Und alles, was wir halt selber gut können, so wie jetzt eben zum Beispiel das Tubeless aufziehen, das machen wir natürlich selber. Und Madame kann natürlich immer sehr gut shoppen. Hat viel Geld ausgegeben. Mein Aufbau ist deutlich günstiger als Nikos. Stimmt überhaupt nicht. Na klar. Ach, komm. Doch, ihr seht es ja dann eh. Da werdet ihr mal sehen, wer von uns, der allein mein Laufradsatz kostet ein Drittel von seinem. Ja, das stimmt. Ja, scheiße, ja, das stimmt. Alu und Carbon, da gibt es leider immer noch ein bisschen einen Unterschied. Aber daher, dass ich keine Kondition habe, muss Carbon ich ja, statt Carbon Kondition. Statt Kondition. Ja. Ich dachte mir, ich tritt ein bisschen schwerer rauf und dafür kann ich dann oben mehr essen. Ostern naht ja schließlich auch. Tut es weh eigentlich? Das tut saumäßig weh. Naja. Wie ist es jetzt nochmal passiert? Ha, das blende ich ein. Ach so. Gut, gut. Ja, dann bleibt dran, schaut es euch an und es wird eine ganz coole Geschichte, glaube ich. Das wird super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.